Hallo, mein Hasilein, ich habe mir gerade ganz viel Mühe beim Video gegeben und es hat es nicht aufgenommen. Ich wollte meine Monatshäschen abtrennen und damit fange ich auch gleich an, weil es viele sind. Und danke YouTube, dass ihr euch immer noch nicht gemeldet habt, obwohl ich mich das vierte oder fünfte Mal beworben habe, keine Absage bekommen habe, aber auch keine Zusage und ich hier dastehe wie Blebs, was ist nun? So, als Foundation habe ich benutzt, die kennt ihr ja, meine Chanel Vita Lumière. Dann, das tue ich mal hier hin, weil ich das schon gezeigt habe. Dann habe ich benutzt ganz neu das Estée Lauder Double Wear, wozu ich euch auch noch eine umfangreiche Review machen werde, ein einzelnes Video. Dann fürs Gesicht mein Bronzer von Kiko in der Farbe 03 Sand Melange. Das ist mit so Goldpartikeln eingearbeitet und der ist ganz toll. Der verleiht euch einen schönen Glow, ist nicht zu dunkel, ganz perfekter Bronzer. An Rouge habe ich verwendet, oh Leute, es tut mir leid, dass ich das so abrassel, aber es geht nicht anders. An Rouge habe ich verwendet Coralista versus The Balm Hot Mama. Und ich muss sagen, ich finde Balm besser. Nicht von der Farbe her. Der Balm hat noch so ein bisschen Goldpigmente mit drin, aber darum geht's nicht. Ich finde, ich weiß nicht, ob euch das, diejenigen, die Coralista haben, schreibt mir mal unten drunter, ob ihr findet, dass der Coralista absolut nicht lang hält. Bei mir hält er absolut nicht lang. Was ist da los? Dann für die Augen. Ich habe ja ganz viele MAC-Lidschatten zum Geburtstag bekommen. Wenn ihr noch einen Geburtstagshaul von mir sehen wollt, dann mache ich den für euch. Am meisten verwendet von den Lidschatten habe ich Vanilla zum Highlighten. Dann den wundertollsten Lidschatten, den es überhaupt gibt auf der Welt, Club. Das ist ein Rot, Grün, Blau, Taupe. Alle Farben von MAC in einem. Der ist total geil. Ist wirklich richtig geil. Dann Goldmine oder Goldmine. Ich würde eher sagen, es heißt Goldmine, bevor ihr mich jetzt wieder hier. Den finde ich auch richtig toll. Das ist so ein richtig schimmernder, schöner Goldton. Super toll für einen Bronze-Look. Und dann den Woodwind. Woodwind. Der hier. Auch so ein sehr schönes Bronze, finde ich, ne? Also richtig geil für den Sommer, aber ich stelle mir das auch im Herbst toll vor. Dann habe ich genommen für die Augen den NYX Jumbo Eye Pencil, den ich jetzt endlich habe als Base. Und mit dem, ich habe eine Lancôme-Palette, also besser gesagt, meine Mom hat eine Lancôme-Palette. Diese hier. Und ihr seht die Farben jetzt nicht. Aber dieser Ton hier, das ist so ein Pink und der ist eigentlich total schön hier drin, aber auf dem Lid sieht man den gar nicht und damit ist der richtig geil. Und den habe ich bekommen von der lieben Franzi zum Geburtstag. Von der Drop 11 T hat sie mir zugeschickt. Mein Schatz, du glaubst nicht, wie sehr ich mich gefreut habe. Ich freue mich immer noch so sehr. Weil das sind so Sachen, wo ich mich immer dran erinnere an dich, wenn ich das drauf mache. Deshalb vielen, vielen Dank nochmal, mein Hase. Wenn ihr sie nicht kennt, ich schreibe sie euch hier unten rein. Dann habe ich für die Lippen am häufigsten benutzt ein Pott Rouge, sozusagen ein Creme Rouge von Yves Saint Laurent. Das hat jetzt keine Farbbezeichnung, da gibt es aber nur drei Farben: in Aprikot, dann dieses Rosa und dann noch so ein Braunton. Und der ist bald, ich liebe den ja schon für als Wangenrouge, aber der ist bald noch schöner auf den Lippen. Der ist so von der Konsistenz her wie die Rouge Volupté Lippenstifte, nur etwas fester und dadurch hält er euch länger. Der ist so schön, den habe ich auch gerade drauf. Und den trage ich in der Kombination mit Bikini Beach von Chanel. Das ist leider Limited Edition und er wird nicht ins Sortiment genommen. Manchmal ist Chanel doof. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Wenn ihr den noch irgendwie kriegen könnt, ich sage euch nochmal die Farbnummer, die 257. Also ist ein wunderschöner Alltagsgloss, den ihr auch so. Also ich trage den auch. Oh Gott, der ist schon so viel leer. Seht ihr das? Wenn der alle ist, dann.
weiß nicht, was da dann ist nicht schön. Dann habe ich auch von der Franzi bekommen, also es ist erst, sind ganz neu zu meinen Favoriten, aber dies ist wirklich ganz toll, das Strawberry Milk von NYX. Passt super schön zu mir. Also passt perfekt. Und dann noch der Power. Den habe ich jetzt schon zweimal oder dreimal benutzt. Und der gehört schon jetzt zu meinen Lieblingen, weil mich darauf Leute angesprochen haben. Und der heißt Power. Das ist so eine lila Farbe. Gott, wie kommt die denn hier rüber? Das ist so ein Lider. Ja, so ein lila Ton ist das. Also der sieht nicht so komisch seltsam aus wie in der Kamera. Dann habe ich euch jetzt schon meine Lidschatten gezeigt. Ja, ne? Hm. Dann habe ich benutzt, oh, jetzt bin ich wieder total für die Augen noch. Das hätte jetzt eigentlich kommen müssen schon davor, aber ich zeige es euch jetzt einfach mal. Eine Mascara von Estee Lauder, die Magnascopic, den Namen werde ich mir nie merken. Und zwar ist das eine Volumenmascara und die ist total geil blau. Ich liebe das Blau, weil die Wimpern richtig geil werden. Ich bin zurzeit so der Look-Mensch, Nude-Lidschatten und dann richtig krassen Mascara. Und ich kaufe mir auch noch einen Lila von Isadora. Gott, ist das ein geiles Lila. Das zeige ich euch ab. Hier zeige ich euch alles. Dann an Pflege fürs Gesicht habe ich meine Reinigung ganz normal, Klinik. Und dann ganz neu Pfirsichhaut von AOC. Total geil. An, jetzt so für die Wanne, für Duschen habe ich geliebt mein Vanilla. Das ist so schön. Habt ihr es euch schon angeguckt? Gefällt es euch? Also ich liebe es ganz sehr. Und es ist, guckt mal, Leute. Schäm dich, Franzi, aber ich liebe es ganz sehr. Und dann mein Mango Papaya. Und davon kaufe ich mir auch definitiv noch alles. Ist auch so geil, auch schon ganz schön. Und dann habe ich von einer Freundin noch zum Geburtstag bekommen. Danke, Maria. Die ganze komplette Kokosserie. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt auf dem Geburtstagshaul, sagt mir Bescheid. Dann habe ich noch benutzt. Das habe ich in meinem vorigen Video runtergeschmissen, weil es tropft. Diesen Body Scrub hier, Zuckerpeeling von Charlotte Mason. Das riecht ganz sehr fruchtig, orangenmäßig, aber überhaupt nicht billig, total geil. Und zwar, wenn ihr das haben möchtet, da haben mich schon viele gefragt wegen Charlotte Mason. Bei Douglas.de, wenn ihr in eurem Douglas-Geschäft seid und ihr sagt, ihr möchtet das haben, Charlotte, was von Charlotte Mason sagt, geben, müssen die das im Computer eingeben. Wenn die keinen Bock dazu haben, kriegen sie Ärger von mir. Die können das bestellen, weil bei uns in der Filiale gibt es das zum Beispiel. Ne? Also sollen die das irgendwo anders her bestellen. Das ist richtig, richtig geil. Und ihr spart, ihr bezahlt ja keine Versandkosten, von daher fragt doch. An Duft geliebt mein Viva La Juicy. Diesen Monat besonders. Und dann, das habe ich jetzt aber nicht mit hingetan, weil ich ein bisschen dämlich bin. Ich habe es echt vergessen. Und zwar von Kiko dieser rote Nagellack. Jo. Habe ich noch irgendwas hier stehen? Was? Nö, ich glaube, ich habe alles. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir die unten drunter. Wenn ihr den Geburtstagshaul sehen wollt, schreibt mir das unten drunter. Und was mich auch ganz sehr interessieren würde, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Coralista Blush. Ist das bei euch auch so? Das ist voll komisch. Also das fällt mir jetzt im Vergleich mit diesem The Balm Hot Mama sehr auf. Und der Coralista, ich meine, der kam 32 Euro. Und der The Balm Hot Mama, der kam 19 Euro. Ist schon ein Unterschied, ne? So, meine Hasen, das war's von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Vielleicht sehen wir uns ja die Woche nochmal. Wer weiß, wie gesagt, ich bin ja die ganze Woche arbeiten. Passt auf euch gut auf und ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss, meine Hasen.